Ja, hallo meine lieben Leute, da sind wir wieder zurück hier beim Minecraft, wollte ich gerade sagen. Dark Souls 3. Ja, am 12. released, heute gezockt. Das gute alte Dark Souls. Naja, wir sind hier jetzt im Turm? Ne, in der Mauer sind wir, ne? Genau, wir sind hier in der Mauer von irgendwas. Ich weiß gar nicht, wie das Level heißt. Gleich. Nee, ich setze mich jetzt nicht ans Bonfire. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Also, wir sind ja auf jeden Fall im ersten Level. Wow. Und es ist wie alt je und wie alt gewesen. Dark Souls ist immer noch eine launische. Ja, hat immer noch eine launische Natur. Ist ziemlich schwer. Ja, ziemlich schwer. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Es ist halt einfach scheiße schwer. Aber das ist das, was mir an Dark Souls einfach so gefällt. So, dann wollen wir mal hier weitergehen. Na, jetzt bin ich hier irgendwie rausgetappt. Auch nicht schlecht. So. Boah, hab mich jetzt erschrocken. So, hier hinter wartet immer einer. Boah. Und Dark Souls ist wie immer ziemlich gemein. Eine Brandbombe, zwei Brandbomben, auch nicht schlecht. So, da wollen wir mal gerade hier runterklettern. Zack, 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 zack. Hier gibt's soweit nichts. So, hier geht's dann weiter. Wo eigentlich auch ein Item war. Nee, ich war ja vorhin schon mal hier. Ja. Nehmen wir mal eine. Leicht kann man gegeneinander. Ups. Ja, der liebe Dude fackelt hier einfach mal alles ab. Oh, das war jetzt relativ knapp. Das war es relativ sehr knapp. Ich ignoriere jetzt mal den Großen einfach. So. Hier oben versteckt sich ein Bonfeuer. Das wollen wir natürlich jetzt direkt aktivieren. Dann sehen wir auch, wo wir sind. Wie heißt das schöne Level denn hier? Ich muss mal grad mir die Rollos runter machen. Einen Moment. Oh, ist gerade ein bisschen sehr broken, weil das echt krass geblendet hat gerade. Ich habe einen weißen Schreibtisch und das blendet echt extrem.
So, wir sind Turm auf der Mauer. Da sind wir. Im Turm auf der Mauer. So heißt das gute Level. So, jetzt wollen wir, glaube ich, sollen wir den Ritter ein bisschen abfarmen? Ich meine, wir haben 3000 Seelen. Obwohl, den muss man nicht unbedingt eigentlich. Ich meine, gut, verkehrt wäre es ja eigentlich nicht, ne? Okay, er ist doch nicht so leicht, wie ich dachte. Na, der ist schon ein bisschen tricky. Also ich glaube, wir gehen jetzt mal die Seelen wiederholen und dann gehen wir mal ein bisschen auf Schaden. Ich würde sagen, wir gehen auf Stärke. Also von den Stats her jetzt. Ja, Stärke und Geschicklichkeit, würde ich sagen. So. Einmal die Reise zum Totenacker der Asche. Feuerbrandschein. So, die Level-Tussi war hier. Welcome home, speak. Aufsteigen. Well. Then touch the take, nourish. Was haben wir gesagt? Stärke. War das noch Info? Irgendwo kommt man noch Hilfe? Erklärung. Dieser Tribut ist nötig, um mächtige, schwere Waffen führen zu können. Es wirkt sich zudem auf die Feuerresistenz aus und erhöht die Angriffskraft. Ja, dann machen wir das definitiv. Ja. Stärker sind. Farewell, Ashen One. So, gehen wir wieder zum Turm. Zurück. Moment. So. Ja, jetzt gehen wir mal weiter. Wir müssen jetzt hier runter. Ne, bin ich jetzt. Ah, ne, doch, ist richtig.
So, an denen vorbei. Geträumt. Ich glaube, da gerade noch ein Item gesehen, glaube ich. Jetzt wollen wir es natürlich noch holen. Da in der Ecke, ich kann es vergessen. Habe ich hier jetzt auch was vergessen? Ne. GG. Nun weiter. Kommt einfach noch so ein Bastard heute. So. Noch einer? Nee. Jetzt kommt der Dicke. Der Dicke kann echt so ein Problem werden. Endlich. Schlag gebrochen. Safe ein Schlag der Verdammten gewesen. Scheiß Dreck.
So, und dann das gleiche nochmal, weil es so schön ist in Dark Souls. Sterben. Mutiert ist. Keine Chance. Absolut keine Chance. Das ist echt der Knaller. So, was hat er denn Schönes? Ofenmesser. Na, kann man immer ein paar gebrauchen. So, du diesmal. Hier oben. Den richtigen direkt killen. Zwar nicht viele Souls, aber ist ja egal. Schön Kruderstein gekriegt. Leichte Armbrust. Okay. Hier hoch? Ja. Scheiße. Nein! Warum habe ich das gemacht? Warum? Warum war ich so doof? Warum war ich so doof? Bin ich da runtergefallen? Oh, ich könnte jetzt safe schon wieder hochgehen und erst das Locker aufladen. Ganze nochmal, weil es so schön war.
Und direkt zu dem komischen Typ da in der Mitte. So. Und nochmal ein Scherbchen holen, wenn das Vieh noch da ist. Ne. Ah ja, ich hab's. Ach, ich hab die doch. Dann ist das Vieh ja nicht mehr da, stimmt. Ja, so. War ich ein bisschen drauf vorbereitet. Giftgas. Aha. Jetzt machen wir mal. So. Und jetzt auch mal die Feuerwand aus. Hat er mich noch erwischt? Das gibt's doch nicht.